verdammt fucking gleich wie ein Schweizer Käse oder ich bin so nah an der Kamera. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Es freut mich richtig, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke vielmals. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es auf jeden Fall gut. Ich bin hyped für das Weekend, das kommt. Das Wochenende ist einerseits Trainingslager von meiner Dichtathletik-Gruppe. Ich selber bin Haupttrainerin von der U10 und U12, sprich 9- bis 12-Jährige, sage ich jetzt einmal. Wo bei mir ins Training kommen, denn ich einerseits Training gebe und Events organisiere etc. Und neben dem Trainingslager haben wir zusätzlich noch... Ich bin so nervös für das. Am Sonntag haben wir den 10-Kilometer Lauf. Fuck. Für den ich seit Herbst letztes Jahr trainiere. Ihr wisst, ich bin gar keine Joggerin, ich bin eine Sprinterin und ich habe im Herbst letztes Jahr angefangen mit Joggen. Ich habe mir das Ganze antrainiert, ich bin aber sehr langsam unterwegs, was total okay ist, voll normal. Meine einzige Angst momentan ist, dass ich es nicht in den Zeitlimiten schaffe, weil ja, es hat eine Zeitlimit. Und zwar mache ich den 10-Kilometer Lauf von Zürich Marathons am Sonntag. Und Montag sind wir dann wieder im Trainingslager unterwegs. Also Montag gehört jetzt für mich diese Woche auch. Zum Wochenende. Ich glaube, es wird spannend. Zusätzlich habe ich noch ein, zwei kleine Sachen. Heute Abend haben wir einen kleinen Nintendo-Abend bei mir daheim, wo mit meiner Fam und einer Kollegin. Und am Samstagabend haben wir noch ein Essen bei meinem Grossi. Also eigentlich sind wir richtig vollpackt. Und ich bin richtig gespannt, wie das wird. Der Tagesplan für heute ist, dass wir nachher noch kurz kontrollieren, ob wir alles haben, zum Moni ins Trainingslager statt. Ich muss glaube noch Wasser kaufen, Snacks kaufen, Haribo kaufen. Materialkontrolle machen. Das sollte ich glaube alles sein. Nach dem Ganzen ist dann eben ein kleiner Nintendo-Abend. Ein bisschen zocken, ein bisschen gamen. Wo wir dann einfach ein bisschen gamen und ich würde sagen, starten wir doch einfach mal in so ein schönes Wochenende. Ich bin happy. Let's go! Und noch etwas, was ich mit euch teilen muss. Ich muss ein Geständnis abgeben. Und zwar, ich liebe einfach ein Glas Milch. Und ich weiss jetzt, mindestens zwei Leute, die jetzt gerade hinter dem Bildschirm sitzen, falls ihr das überhaupt gesehen. Und so sind so, no, no, ka-ching, laktosefreie Milch, weil ich habe einen schwachen Magen. Done for the day. Ich könnte ja wirklich nicht mehr basic rumlaufen. Ich muss jetzt Sachen organisieren, das heißt, es ist mir scheißegal, wie ich aussehe. Es muss einfach gemütlich sein. Schon stopp. Ottos, ich bin normalerweise nie in dem Laden. Nicht sein. Next step. Ich habe wenigstens im Aldi ein paar Zeugs gefunden, die ich brauchen konnte. Ich habe so eine Papptüte gekauft. Und dann bin ich dort beim Eingang gestanden und habe mir so gedacht, so. Dann habe ich die Jacke über die Papptüte gelegt und bin im Kurzarm-T-Shirt zu meinem Auto gesegelt. Ich bin noch in Migros und bin noch kurz heim. Und jetzt bin ich eigentlich da, wo wir morgen Trainingslager haben, aber es ist so am Abschiffen. Ich muss jetzt glaube ich, etwa dreimal hin und her laufen. Schießt mich minimal an. Oh mein Gott, ich habe einen Trick, damit ich den Schirm nicht heben muss. Ich habe nicht die Jacke reingenommen. I did it! Ich kann Snacks ja kaufen für den Event morgen, für das Trainingslager. Ich habe jetzt noch entschieden, ich habe hier die Schale gesehen. Keine Ahnung, wenn die ist. Ich fülle jetzt einfach hier die Haribo-Säckchen mal da rein. Und das Letzte, was wir jetzt noch checken müssen, ist, ob das Material, das wir morgen brauchen, bei uns im Gerät herum ist. Startblock, Check, Kugeln. Fürs Kugelstoßen haben wir. Reifen für den Drehwurf haben wir. Wir haben sogar Diskus, falls wir das den Kids mal zeigen wollen. Ich würde sagen,
Wir haben alles, was wir brauchen. Let's go! Ich bin hyped. Ich hoffe, das Wetter wird noch ein bisschen besser. Friends, wir sind daheim! Und wir haben alles geschafft. Wir haben alles vorbereitet für morgen. Ich habe jetzt auch hier noch die Switch ready, damit wir nachher unseren Nintendo-Abend starten können. Wie viele Stunden sie verbracht haben mit dem Spiel? Ja, ich habe viele Stunden. Ich habe gerade eher noch. Oh, das ist der Auto mit mir. Ich war zweiter Kurve vom ersten Platz. Schiessest du die Grünen von vorne nach innen. Und ich fahre voll rein. Der andere, zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die drei sind so scheiße. Ich muss ihr den Stempel geben. Nein, also du musst ihr den Stempel geben. Der big fette Bombe hat vorher gesagt, dass du gönnst. Ja, ich weiß. Ich hol mir den scheiß Stern. Du musst ihr den Stern fallen, du weißt es. Was denkst du, die letzten drei Sterne? Sicher nicht, ich habe nichts gemacht, das Spiel, und du weißt es. Ich könnte jetzt noch mal! Das ist mein Frühstück. Oh. Oh. Karma, es ist wie Karma, weil du mir eine geklaut hast. Ich hab's mir von selbst vergessen. No way! No way! No way! No way! Yes, no! Ja! Das wäre Felix! Ich mach hier einen Stand fast. Aber jetzt fällt die Wertung für mich weg. Ja, Sandro. Ja. Ja. Ja! Ja! Sollen wir denken? Ja! Ja! Shit! Jetzt sind wir gleich um den Sternen. Ja, aber jetzt Sandro gönnt. Sollt nochmal einen Stern? Aha, nein, Mara kommt. Eine gibt's doch noch nicht. Nein, es gibt keine mehr. Mara oder Simona, ich glaube Mara kommt. Ja! Ich glaub's nicht! Schau, weißt du, was ich dem sage? Karma! Sechs habe ich gehabt! Ihr blöden Wichser, habt mir zwei geklaut! Oh, schau mal, ich bin konstant einfach gut. Schau mal, wie gut. Bullshit! Du bist scheiße, du bist da! Schau, Schmitter, weißt du wieder? Geil, gib ihm, was ist da passiert? Theoretisch gesehen hast du wegen zwei Münzen. Zwei Drecks-Hurson-Münzen gewonnen. Ja? Zwei Münzen? Machen Sie! Komm, nicht fressen! Zehnerwürf! Zeig mir jemanden, der zwei Zehnerwürfe hintereinander macht! Ich hab's geschafft und das ist mein Dank! Zwei Sterne werden mir geklaut! Zwei! Und das ist mit dem einen, warum macht das so blöd? Es ist der 20. April. Die Woche war es verdammt fucking warm. Ich weiß wirklich nicht, wie es wird. Okay, wir sind angekommen. Und es sieht recht okay aus. Also draussen ist es gerade nur ein bisschen am Tröpfeln. Sicherheitshalber noch ein paar Spiele mitgenommen, falls wir doch nicht raus können. So Werwölfle, Brandy Dog, you know the drill. Der Morgen ist bis jetzt gut verlaufen, es hat recht geschifft, wir sind eigentlich alle nass geworden. Aber wir haben nachher drinnen noch ein bisschen Kraft gemacht und jetzt geht es dann im Mittag. Ich bin richtig ready, es macht mega Spass mit den Kids. Ich bin jetzt am Zurücklaufen. Die Kids und meine Hilfstrainerinnen sind schon auf dem Weg. Ich bin eigentlich mit dem Velo und habe ihnen anwählen. Jetzt finde ich aber den Schlüssel vom Schloss nicht mehr. Ich hoffe, ich habe einfach bei uns ein Häuschen vergessen. Also, es heisst offiziell nicht Räuber und Bulle, sondern Räuber und Bulle. Kommt das Bulle? Das Bulle kommt! Ich bin daheim. Ich habe mich umgezogen. Ich habe jetzt so ein bisschen Zeit zum Chillen, zum Glück. Ich fühle mich ehrlich gesagt recht erschlagen. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auch, mein Grossitz zu sehen. Merkt man, dass ich erschlagen bin? Thank you.
Morgen. Es ist 10 Uhr am Sonntag. Wir sind gestern Abend nach dem Trainingslager sind wir noch bei meinem Grosswitz um die Nacht eingeladen gewesen. Und nachher hier daheim. Es haben noch ein paar Kollegen da gehabt und haben noch so ein Spiel gespielt, das Undercover heisst. Für die, die es kennen, ist ganz geil. Wo alle ein Wort haben und jemand hat ein anderes. Und man muss halt einblenden und man muss herausfinden, so, who's the imposter? Heute ist der 10 Kilometer Lauf. Ich fange wirklich an, nervös zu werden, weil eben, ich bin erst einmal so weit gerannt. Wir haben ja eine Zeitbegrenzung von 90 Minuten und ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe in dieser Zeit oder dass ich mich übernehme, weil ich es in dieser Zeit schaffen will. Auf jeden Fall habe ich mir heute Morgen keinen Gefallen gemacht und habe das Resultat von letztem Jahr noch angeschaut. Und klar, es hat Leute, die die Zeit haben, die ich kann. In meiner Alterskategorie. Nobody. Niemand hat über eine Stunde gehabt. Aber egal, ich muss ja nicht meiner Alterskategorie gerecht werden, sondern ich muss auch den Lauf überstehen. Ich muss es als Ziel schaffen und das schaffe ich. Positive Affirmations. Ich bin wirklich nervös. Also so, wirklich. Es ist 4 Grad und es schifft und gestern hat mir sogar jemand gesagt, es sollte bei uns schneien. Mal schauen. Ich habe jetzt geplant, mich langsam mal ready zu machen. Ich mache mir nachher mal etwas zu essen. 3 Stunden vorm Lauf. Join me! Guys, ich sage euch, ich bin so schlecht mit Nervosität. Was ich anlege, ich habe wieder die Leggings an mit den Taschen auf der Seite. Weil ich sage euch, die Taschen, die reden mich immer. Also Guys, das ist Shirt. Der Rücken ist dafür. Noch geil. Ich kann nicht mehr. Hilf mir bitte. Also. Damit denke ich noch mal, heb doch du, Kleine. Zwar haben wir auch so ein Bag bekommen. Da muss ich sagen, finde ich das Design finde ich heftig. Ich nehme sicher mal eine Trainerhose mit. Ich nehme irgendein gemütliches Shirt mit. Ich glaube das. Nasstüchli, ganz wichtig. Normalerweise lege ich oft noch die Trainerhose über die Hose an. Und gar nicht so gut joggen. Über das Shirt kommt mein Jäckchen. Sollte ich noch einen Pulli anlegen und dann eine Jacke oder direkt die Jacke? Das stößt mir alles. Das stößt mir wirklich. Ist das wirklich Schnee? Ist es gerade wirklich am Schneien? Eine ganz schnelle Brille. Oh, ich bin so nervös. Für mich trage ich ein Nasstüchli, also das PowerShell, der Riegel, den ich geschenkt bekommen habe. Die habe ich angehabt, um es vorzubilden. Die ist einfach schnell. Die ist einfach schnell. Aber ich habe eine ultraschnelle. Ideal zum Velofahren. Weil schau dir da bis da hinten, da kommt gar nichts rein. Oha, nicht immer. Kommt gar nichts rein. Ist schnell, schnell. Ah. Oh, du bist am Aufnehmen! Ich sehe richtig verpennt aus. Das könnte ja auch so eine Fashion so, sein, das was ich gerade anhabe. Ich fühle mich so wie Man in Black. Ja, das wäre einfach geil, wenn es so durchgehend wäre. So super. Aber Ich bin schon immer am Fick drauf, was richtig ist. Ich habe eine Abneigung wegen mir. Was ist das? Die ist schon schnell. In dem Fall nehme ich noch die Brille mit. Mein Handy werde ich auf mir tragen. Ich nehme AirPods mit. Ich will nicht meine grossen Kopfhörer anlegen, damit ich so gar nicht mehr höre. Jetzt habe ich AirPods von meiner Mama, die ich drin kann. Ich glaube, that's it. Sehen wir das. Pix. Ich will nicht früher, ich komme so mit. Ich geh mal schnell raus. Ah, oh, das ist arschkalt. Es ist April. Ich will sterben, Mami.
schnell die Brille, damit mir kein Schnee ins Gesicht fliegt. So. Sehr gut, cool. Das hast du nicht gesehen. Ich tue jetzt noch Pflaster an, weil ich meine Schuhe ja erst seit 2 Wochen habe und ich nicht riskieren will, dass ich Schmerzen bekomme. Ich erzähle euch ein bisschen, wie ich mich fühle. Ich bin fucking nervös. Also ich glaube wirklich, ich bin schon lange nicht mehr so nervös gewesen von etwas. In der Schulzeit habe ich auch mega mit Nervosität zu kämpfen gehabt und habe teilweise für Prüfungen so Tabletten genommen. Nicht unbedingt Tabletten, mehr so Lutschtabletten, die ein helfen sollten, dass man ein bisschen ruhiger wird und sich ein beruhigt und alles und nicht so Nervosität hat. Und ich habe mich wirklich schon lange nicht mehr so nervös gefühlt. Und ich glaube, es wird noch mehr, weil es ist eigentlich noch einigermaßen bearable. Und mein Ziel ist einfach, dass ich es schaffe mit dem Lauf. Klar, ich habe innerlich schon ein bisschen Erwartungen an mich selber, dass ich gut abschneide. Aber ich habe das Gefühl, bei dem Wetter gibt es vielleicht auch viele Läufer, die gar nicht erst teilnehmen oder gar nicht erst kommen. Ich bin wirklich gespannt, wie es rauskommt. Also mein Bauch ist richtig am... Ready? Let's go! Halbzeit! Ich muss kurz... Huh! Fuck! We did it! Ich hab gebrüllt. Und ich bin abgeholt worden von meiner Mama und von meinem Freund. We did it! We did it! Gucci flip flops, fuck it, hit your bitch in the socks. That's a link, man. That was enough. Alles tut's mir weh. Ich habe ein Bad genommen, habe einen Pant, heute. So wenig Stock gegessen. Jetzt gar nicht wieder fett pennen. Ich habe meinen Körper, ich mag gar nicht. Ich fühle mich so erschlagen. Oder fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so schlecht? Mich nicht mehr ganz so schlecht. Mein Kopf ist gerade ein bisschen okay. Let's go. Speed. Beat! Gute Nacht und bis morgen. Hier sehen Sie eine Mara in ihren natürlichen... Fuck. Hier sehen Sie eine Mara in ihrem natürlichen Habitat. Nach dem Lauf ist sie ganz schön erschöpft. Ihre letzten 2 Hirnzellen werden gerade dafür eingesetzt, die Suppe zu löffeln. Doch auch das scheint eine schwierige Aufgabe zu sein für die Mara. Scheiße. Maras sind faule Tiere, die den ganzen Tag am liebsten zu Hause rumsitzen und schlafen. Manchmal haben sie eine Frisur, die sieht so aus wie diese hier. Das heißt, sie sind nicht im Paarungsmodus und nicht im Kampfmodus. In diesem Modus machen sie sich gerade ready für den Winterschlaf. Oh ja, fett Winterschlaf, gar nicht nachgekommen. Guten Morgen, meine frühen Vögel. Oh mein Gott, ich habe wieder Energie. Ich merke, dass wieder Energie durch meinen Körper fließt nach gestern. Es ist jetzt 20:07. Normalerweise wäre ich schon am Arbeiten. Aber ich habe ja heute frei, weil noch der letzte Tag vom Trainingslager ist. Wir gehen jetzt mal duschen, meine Haare noch waschen, aufräumen, was ich gestern nicht mehr aufräumen wollte, weil ich so geschlossen war. Das Wetter sieht nicht besser aus als gestern. What is my hair doing? I don't know. What happened? Hallo! Geduscht und fresh. Ich wollte eigentlich noch ein anderes Shirt zeigen. Vom Trainingslager haben wir auch ein Shirt bekommen. Also die Kids haben auf jeden Fall Freude gehabt. Das Einzige, was ist, es hat verdammt kurze Ärmel. Heute ist der letzte Tag, also let's go. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich meine Medaille noch gar nicht gezeigt habe. Meine Finisher-Medaille. Ich finde sie richtig geil. Da ist die Strecke, die wir durchgerannt sind. Im See.
Ich bin extra 20 bis 25 Minuten vor dem Start da gewesen, damit ich noch Zeit habe und die Kids schon da sind. Und trotzdem ist das erste Kind schon da. Der Tag verläuft richtig gut. Wir haben am Morgen Staffeln und Staffelübergabe geübt. Und jetzt am Nachmittag haben wir noch einen Hochsprung gemacht. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg in die Halle zum Snacken. Und allenfalls noch ein bisschen Spiele spielen. Hello Fam! Das Nachmittagstraining ist auch vorbei. Wir haben nur noch Werwölfle gespielt. Und es war richtig lustig. Ich war der Werwolf und ich habe gewonnen. Am Ende etwa 5 Runden oder so gemacht. Sonst bin ich immer Dorfbewohner gewesen. Und ich muss sagen, ich liebe Werwölfle. Also an meine Friends da draußen, wenn irgendjemand von euch mal wieder Lust hat auf eine Werwölfle-Night, dann ich bin down, meldet euch bei mir. So ist das Wochenende auch schon vorbei für mich. Ich tue heute Abend vielleicht noch ein Game, noch ein chillen. Danke, danke vielmals für euren Support. Danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt und auf das Video geklickt habt und zugeschaut habt. Ja, ich mache es immer noch mega gerne. Ich hoffe, ihr enjoyt die Videos weiterhin. Schreibt es gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat, was ihr vielleicht auch noch cool fändet zu sehen. Wenn ihr mehr so Sachen gesehen habt, gebt doch gerne einen Thumbs up. Oder vielleicht ein Abo und ja, danke vielmals, dass ihr reingeschaut habt und eine wunderschöne Woche. Bye bye!